Hier sind die EmsTV News. Es ist Freitag, der 12. April. Ich begrüße Sie herzlich zu Ihren regionalen Nachrichten. Wir beginnen mit den aktuellen Blaulichtmeldungen. Heute Morgen hatte ein 34-jähriger Lkw-Fahrer Glück im Unglück. Bei seiner Fahrt merkte der 34-Jährige, dass sein Fahrzeug ihm verschiedene Fehlermeldungen ausspuckte. Kurz darauf gab es einen großen Einsatz für die Feuerwehr in Hede. Gerade noch rechtzeitig hatte der Fahrer dieses brennenden Lkw die Fahrerkabine verlassen. Um die Ursache der Fehlermeldung des Fahrzeugs zu überprüfen, hielt er sein Gespann auf dem Gelände einer Tankstelle in Hede. Unmittelbar nahm er wahr, dass sich Rauch entwickelte. Kurze Zeit später stand der Lkw in Vollbrand, wie die Aufnahmen der Überwachungskamera der Tankstelle zeigen. Die kurz darauf eintreffende Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Dabei entstand ein Totalschaden an der Zugmaschine. Ein Ausweiten der Flammen auf die Tankstelle konnte glücklicherweise verhindert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zu einem weiteren Brand mit einem Lkw kam es heute Vormittag in der Nähe von Esterwegen. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts fing dieser Auflieger auf der B401 Feuer. Beladen war er mit Papierrollen. Der Fahrer des Lkw hatte noch versucht, mit einem Feuerlöscher der Flammen Herr zu werden. Als dies jedoch nicht funktionierte, koppelte er die Zugmaschine vom Auflieger ab. Die verständigten Feuerwehren rückten an, um den Brand zu löschen. Dies gestaltete sich jedoch als schwierig. Was wir jetzt machen, ist Nachlöscharbeiten, die wir jetzt machen. Aber wir haben das THW aus Bramhof hinzugezogen. Wir haben ein sogenanntes Bergeräumgerät, ein sogenanntes Bagger. Mit der Hilfe des Baggers können wir die Papierrollen, die ja teilweise bis zu 3 Tonnen wiegen, vom Aufleger runterholen, auf die Straße legen. Dann auf der Straße können wir die mehr oder weniger auseinanderziehen und auch die letzten Blutnester, die dazwischen den Papierrollen sind, ablöschen. Danach werden die Papierrollen dann direkt in einen Container eines Entsorgungsunternehmens verfrachtet und dann werden die hier von der Einsatzstelle abtransportiert. Für die Löscharbeiten musste die Bundesstraße über mehrere Stunden gesperrt werden. Über die Höhe des Sachschadens wurde noch keine Aussage getroffen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Auch entstand kein Schaden für die umliegende Natur. Wie wir gestern bereits berichteten, fand die Polizei am Mittwoch mutmaßliche Waffen und Munition in einem Einfamilienhaus in Tviest. Eigentlich durchsuchten die Beamten das Haus nach einem Diebstahl, stießen dabei jedoch auf die fragwürdigen Gegenstände. Dem Protokoll folgend wurden Spezialkräfte angefordert. Heute teilte die Polizei mit, dass es sich tatsächlich um echte Waffen und Munition handelt und nicht, wie zunächst vermutet, möglicherweise um Attrappen. Die Einsatzkräfte konnten außerdem geringe Mengen Betäubungsmittel sicherstellen. Gegen den 53-jährigen Eigentümer wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Das waren die Blaulichtmeldungen für heute. Vor 50 Jahren schlossen sich die 5 Gemeinden Anderfenne, Beesten, Messingen, Thüne sowie die Stadt Freren zur heutigen Samtgemeinde Freren zusammen. Dieser Anlass muss natürlich gefeiert werden und das mit einem abwechslungsreichen Programm. Im nächsten Beitrag sehen Sie, was sich bei einer Bustour durch den südöstlichen Teil des Emslandes so entdecken lässt. Eine Busfahrt, die ist lustig, eine Busfahrt, die ist schön. Vor allem in so einem schicken Oldtimer-Bus. Darin macht eine Spritztour durchs Emsland gleich doppelt so viel Spaß. Genauer gesagt eine Tour durch Freren. Denn die Samtgemeinde feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Und was passt besser zu diesem Anlass als eine Reise durch die Geschichte in einem echten Oldtimer-Omnibus? Dieser hier gehört Werner Bernsen. Das Schätzchen aus dem Baujahr 1965 galt allerdings nicht immer als Tourbus. Den Bus habe ich schon seit 25 Jahren. Den habe ich damals als Wohnmobil gekauft. Und da waren wir dann immer mit der Clique unterwegs, Festivals und so. Naja, und irgendwann wurde er dann neu lackiert. Das Ganze hat 5 Jahre gedauert. Das wäre also fast gewesen, dass der Bus gar nicht fertig geworden wäre, so eine Ruine geworden wäre. Aber jetzt ist er richtig gut. Neu lackiert und seit 2020 ist er umgebaut zum Bus mit 25 Sitzen plus ein Reiseleiter. Reiseleiter ist in diesem Fall Samtgemeindebürgermeister Godehard Ritz.
Bei den insgesamt 6 Touren möchte er diesen Posten, wenn es geht, jedes Mal übernehmen. Doch die Tour ist nur ein Teil des Programms, um die 50 Jahre Samtgemeinde Frieren zu feiern. Wir haben also angefangen mit einer Festsitzung in diesem Jahr. Dann haben wir, ich sag mal, diese Seniorenfahrten diesen Monat. Und im kommenden im Juni werden wir dann eine Radtour haben, 50 Kilometer für 50 Jahre. Und dann werden wir eine Großveranstaltung auch für Familien haben, am und im Rathaus. Und schließlich noch eine Veranstaltung für junge Erwachsene. Und zwar im Rahmen eines Spiele ohne Grenzen. Die Route führt durch idyllische Landschaften sowie Industriegebiete und hält an historischen Bauten, wie beispielsweise der St. Andreaskirche oder dem Thüner Kloster. Am Salersee wird ein kurzer Stopp eingelegt. Die Mitfahrenden sind von der Tour begeistert. Also ich finde die Tour sehr schön und ich hatte das gar nicht erwartet, dass wir so viel zu sehen bekommen und dass auch Herr Ritzig so viel Mühe gibt, uns das alles ausführlich zu erklären. Also man sieht ja Sachen, die man sonst nicht so sieht. Also ist soweit gut. Wie schön man eigentlich wohnt. Wir haben eine sehr vielfältige Gemeinde. Ne? Sowohl das Ländliche, wie auch schon ein bisschen mehr Industrie hier und da. Aber dann noch viele Bauernhöfe. Gut, sehr gut. Feine Gegend, schön anzusehen unterwegs. Ist wunderbar. Auch eine lustige Busfahrt geht mal zu Ende. Nach rund 2 Stunden ist die Tour vorbei. Eine Fahrt, die landschaftliche Schönheit und geschichtsträchtige Orte vereinte und bei den Mitfahrenden für Begeisterung sorgte. Die Welt ist voller Musik. Man muss ihr nur Raum geben. So Autorin Heidi-Maria Artinger. Genau das hat Bernhard Gorteil mit seinem Humtata-Museum in Imsbüren gemacht. Meine Kollegin Leanne Schomacker war vor Ort und hat sich dort mal umgeschaut. Das große Tor des Humtata-Museums steht offen. Von Harmonium, Mandolinen, Mundharmonika bis hin zu B- und G-Klarinetten. Bernhard Gorteil hat sie alle. Seit 2 Jahren zeigt der leidenschaftliche Musiker die historischen Musikinstrumente in seinem Humtata-Museum. Das sind meine Instrumente, die ich im Laufe der Jahre gesammelt habe. Es hat sich rumgesprochen bei Bekannten, bei Freunden, bei Musikern. Und ja, so ist die Sammlung angewachsen, immer größer geworden. Und es kommen immer wieder Instrumente dazu. Der Raum ist eigentlich zu klein. Aber schön, das macht es aus, das ist das Humtata, das ganz Spezielle. Das Besondere an seinem Museum ist, dass die Instrumente nicht nur zum Anschauen da sind. Denn Bernhard stellt sie auch gerne vor und spielt das ein oder andere Stück mit ihnen. Bei größeren Besuchergruppen werden versammelt im Stuhlkreis Instrumente vorgestellt, Wissen ausgetauscht und Lieder gesungen. Das ist spannend, man muss sich immer wieder darauf einlassen. Jede Veranstaltung ist anders geartet, man muss sehr schnell reagieren. Hier waren heute zum Beispiel einige Musiker dabei und dann macht es natürlich auch Spaß, spontan zu musizieren, zu reagieren, zu agieren, einfach den Kontakt suchen und das Gemeinsame macht Musik aus. Die Leidenschaft, die Bernhard schon seit geraumer Zeit für die Musik hat, kam auch dieses Mal an. Und die Magie der Musik verzauberte auch diese Gruppe von Besuchern. Es ist interessant, die Instrumente mal zu sehen. Man sieht ja viele Kapellen und ja, dass man mal erklärt bekommt, wie das Ganze funktioniert. Wie die Töne kommen. So die Melodie, diese Tonart, weich, hart. Ist immer sehr schön. Die Instrumentensammlung ist nicht nur von vielen Ländern, sondern auch unterschiedlichen deutschen Regionen geprägt. So hat jedes Stück eine eigene Geschichte, die dann im Museum in Erinnerung gehalten wird. Das Humtata Instrumentenmuseum. Ein Ort, wo Historie und Musik vereint werden und der mit viel Liebe und Leidenschaft gepflegt wird. Mit viel Leidenschaft sind auch die Frauen und Männer vom SUS Dahme bei einer gewissen Sportart dabei, nämlich dem Frisbee-Werfen.
Egal ob an einem gemütlichen Tag am Strand oder beim Campingtrip in den Bergen, überall wird die Scheibe geworfen. Ultimate Frisbee allerdings ist eine der professionellen Weisen dieser Sportart. Mein Kollege Florian Keller hat beim Training vorbeigeschaut. Disc Golf und Ultimate Frisbee sind nur zwei der Sportarten in der Welt der Flugscheibe. Ultimate wird zum Beispiel hier im Emsland ebenfalls gespielt. So fliegt auch bei den Herren und Damen vom SuS Dahme die Scheibe übers Feld. Beim Ultimate Frisbee wird in Teams auf einem Rasenplatz gespielt. Ziel dabei ist es, die Scheibe mit Pässen übers Feld in die Endzone zu werfen. In der Endzone muss das Frisbee dann gefangen werden. Erst dann zählt der Punkt. Die Sportart ist für mich eine sehr, sehr respektvolle Sportart. Wir gehen alle sehr respektvoll miteinander um. Ist aber auch eine sehr laufintensive Sportart. Mit der Scheibe in der Hand darf man zwar nicht gehen, aber man muss sich halt viel freilaufen und das ganze Spielfeld ist quasi wie ein Schachbrett. Man muss alles miteinander koordinieren. Jeder hat seine Position, wo er oder sie stehen muss und das Spannende ist halt, dass man halt sich sehr, sehr aufeinander verlassen kann, aber auch auf die Gegenspieler sich verlassen kann, dass die halt fair miteinander umgehen. Und das schätze ich wirklich sehr an dieser Sportart. Fairness ist beim Ultimate Frisbee also ein hohes Gut. Doch nicht nur das macht den Sport für Josef so besonders. Es sind die Momente, wo man irgendwie sowas wie einen Trickshot macht oder so, wenn man irgendwie einen waghalsigen Wurf hat oder eine waghalsige Verteidigungsformation einnimmt. Und es dann so sehr brenzlig wird. Die Scheibe ist irgendwie fast vorm Boden und dann hechtet noch jemand hin. Und das ist einfach im Spiel schön anzusehen. Und auch von außen, glaube ich, ist das immer sehr, sehr atemberaubend, was die Spieler auf dem Spielfeld leisten. Am kommenden Donnerstag findet bei den Frisbees vom SuS Dahme ein sogenanntes Tryout statt. Dann können alle Interessierten einmal reinschnuppern und selbst die Flugscheibe in einem Team übers Feld werfen. Die Teilnehmenden können sich darauf freuen, dass wir halt sehr offen mit ihnen umgehen werden. Wir setzen nichts voraus, in keinster Weise irgendwie Vorerfahrung, einfach, dass man Interesse daran zeigt, Neues auszuprobieren. Wir sind selbst alle als Anfänger gestartet und würden uns jetzt auch noch immer nicht als Profis sehen, sondern als weiterhin begeisterte Spieler der Sportart und versuchen einfach diese Begeisterung mit anderen zu teilen. Die Begeisterung teilen will das Team auch auf dem Feld. Besonders in den nächsten Jahren wollen die Frisbees mehr Präsenz zeigen und professioneller werden. Heißt für uns, dass wir neben dem Spielerischen, jetzt spielen wir noch sehr viel nach Spaß, dass wir auch versuchen, so ein bisschen Taktik mit reinzubringen, dass wir konstanter an Turnieren eventuell teilnehmen. Wir hatten jetzt letztes Jahr schon unsere ersten beiden Turniere, an denen wir teilgenommen haben. Dass da eine Konstanz mit reinkommt, um einfach mit Präsenz zu glänzen, zu zeigen, wir, die Frisbees, sind im Emsland aktiv, wir haben auch eine Sparte, wir haben auch Spaß an der Sportart. Der Spaß wird bei dem Team trotz hinzukommender Professionalität in nächster Zeit nach wie vor an erster Stelle stehen. Am Ende des Tages geht es bei Ultimate Frisbee schließlich nicht nur darum, wer gewinnt oder verliert, sondern darum, die Freude am Spiel und die gemeinsamen Erfahrungen zu teilen. Das war's mit den MSTV News für heute. Ich freue mich, wenn Sie auch am Montag wieder einschalten. Haben Sie ein schönes Wochenende. Tschüss.